meine, unser erstes Spiel war gegen die Lakers. Da war LeBron James beim Spiel, Magic Johnson. Es war schon wirklich cool. Karim, schön, dass du da bist. Back in good old Germany. Wie war dein Sommer in den Staaten? Sehr interessant. Ja, was hast du da gemacht? Ich habe am Anfang ein bisschen Urlaub gemacht. Ich war sehr lang da. Ich glaube, ich war 6 Wochen da. Nice. Und habe dann 2 Wochen trainiert, Individualtraining dort gemacht. War auch echt cool. Waren auch ein paar NBA-Spieler da, denen man trainiert hat. Das war sehr nice. Und dann dann war ich 4 Wochen mit den Phoenix Suns, mit dem Summer League Team, unterwegs. Erzähl uns doch mal ein bisschen mehr von der Summer League. Wie müssen wir uns das vorstellen? Also es ist sehr interessant, weil du trainierst einfach in derselben Facility wie richtigen Phoenix Suns und alle Coaches waren da, der Head Coach war da, die Assistant Coaches, allein das einfach alles mal zu sehen, wie so ein NBA-Team, wie die dort arbeiten, wie die da verpflegt werden, das alles ist einfach Wahnsinn. Da will man nicht mehr raus eigentlich. Also in diesen Facilities kann man wirklich den ganzen Tag verbringen. Da hast du halt Köche, da gibt es Spiele, Ecken, Whirlpools, alles. Das war sehr impressive und natürlich, und dann hatten wir auch jeden Tag Training und das ist halt in der Summer League, jeder Spieler ist halt da, um sich zu zeigen und es ist halt ein bisschen schwierig, dann als Team zu spielen. Voll, klar. Aber natürlich will man sich auch selber am besten präsentieren. Deswegen ist das war Summer League ist ein bisschen wild manchmal, weil halt ja jeder will sein Stuff zeigen. Es wird nicht so viel gepasst. Es werden wilde Würfe genommen und so. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Das war für mich dann ein bisschen schwer, muss ich sagen, weil ich halt auch viel von so meinen Backdoor-Cuts lebe oder von, wenn der Point Guard mir in Transition den Ball gibt, dass ich so laufen kann. Es war ein bisschen, von der Spielzeit her war es jetzt so lala, aber an sich das Ganze mal zu sehen, das war mega, eine mega Erfahrung. Nochmal einen kleinen Schritt zurück, wie kommt man denn überhaupt dazu, als BBL-Spieler dort zu landen? Also wird man gedraftet, wie funktioniert das? Die haben halt Scouts, die über die Jahre oder jetzt letztes Jahr halt immer mal wieder geguckt haben. Und dann wurde ich eingeladen von denen eben für die zu spielen, diese Summer League. Man muss dazu sagen, das ist mir danach so, das ist sehr viel Politik da drüben. Also die haben im Vornherein, sagen die schon, die laden zwar 12 Spieler ein, aber im Vornherein wissen sie schon ganz genau, welche Spieler sie wie viel spielen wollen und deswegen viel Politik dahinter, aber wie gesagt, ich wurde da eingeladen, ich durfte das alles mal miterleben und das war eine ganz tolle Erfahrung für mich. Auch wenn jetzt die Teilnahme an der Summer League natürlich jetzt nicht gleichbedeutend ist, mit, dass man dann in der NBA spielt, wie wertvoll ist dann trotzdem das Netzwerk, was man da drüben vielleicht aufbauen kann? Sehr, sehr wertvoll. Zum Beispiel in dem Hotel, wo wir waren, da waren alle Summer League Teams und gleichzeitig waren da auch gefühlt wirklich die Hälfte der NBA-richtigen Spieler waren alle da, weil die Teams sehen wollten, weil einfach zu dem Zeitpunkt ist ganz Vegas so konzentriert auf diese Summer League und das ist ganz interessant zu sehen, dass da kommen Leute, die sprechen dich an in der Lobby, weil die wollen dir Autos verkaufen, die wollen dir Versicherungen verkaufen, also es ist ganz, ganz wild. Also crazy. Das ist halt in den USA, wenn die Leute sehen, okay, da sind viele Leute mit Geld, da müssen wir hin, da müssen wir unseren Shit verkaufen. Ja, ja. Und es war aber auch krass, man steigt so in den Aufzug, dann ist neben dir so Kevin Garnett da. Krass, ey, ja, geil. Oder du gehst zum Buffet, dann sitzt du neben Steve Nash am Buffet. So, das war schon irgendwie wild zu sehen, dass da wirklich irgendwie jeder NBA-Spieler da nach Vegas gekommen ist und die Spiele geguckt hat. Ich meine, unser erstes Spiel war gegen die Lakers, da war LeBron James beim Spiel, Magic Johnson, es war schon wirklich cool, ja. Wie hart trainiert man da? Noch viel härter als hier, weil, wie du eben schon gesagt hast, ist so ein bisschen auch ein Show-off, ne? Klar? Ja, Training ist eher entspannter, würde ich sagen, okay. Weil das ist eh, glaube ich, so ein bisschen der American Way, da das ist ein bisschen da, ein bisschen werfen,
entspannter einfach. Auf keinen Fall vergleichbar mit gewissen Jugo-Coaches, Drills hier. Summer League, aber auch Nazio. Also war eben schon beschrieben, ne? Wenn man jetzt noch Nazio dazu nimmt, hast du auf jeden Fall echt einen turbulenten Sommer hinter dir. Inwiefern spielt man anders? Also du hast jetzt gerade bei der Summer League schon beschrieben, dass, wie du gespielt hast, wie man sich als Spieler präsentiert, was vielleicht auf dem Court wichtig ist. Du hast jetzt den direkten Vergleich mit der Nazio. Inwiefern ist das ein Unterschied? Ja, ich glaube, das ist schon Tag und Nacht. Ja, also, aber auch du persönlich als Spieler, verhältst du dich anders? Ja, also ich würde schon sagen, das haben die Coaches mir auch gesagt in der Summer League, dass man gemerkt hat, dass ich sehr teamaffin gespielt habe. Ein bisschen zu sehr auch manchmal. Aber wie gesagt, war ich halt von hier nicht so gewohnt. Ja, und jetzt bei der Nationalmannschaft, da ist halt wirklich alles Team first. Egal was du machst, machst du, um dem Team zu helfen. Und ich glaube, das hat man auch in den paar Spielen, die wir jetzt hatten, hat man das gesehen, dass in der wir hatten sehr, sehr viele Assists, der Ball ist gut gelaufen, gerade offensiv. Jeder hatte seine Würfe bekommen und ja, also wie gesagt, Summer League an sich, das anzugucken als Zuschauer, das ist wirklich, da kommen die Leute, um die Draftpicks zu sehen und nein, das ist ein Riesenunterschied. Also typischen Unterschiede zwischen europäischen und amerikanischen Basketball. So wie man sich so vorstellt. Ja, genau, so ist es. Crazy. Na gut, Karim, unsere Outro-Frage. Worauf freust du dich denn am allermeisten jetzt bei Ratiocom Ulm in der kommenden Saison? Also am allermeisten freue ich mich einfach wieder auf unsere Heimspiele. Ja. Weil ich glaube, jeder weiß, in Ulm zu spielen, das ist einfach eine geile Halle, geile Fans. Es macht einfach mega Bock. Wir hatten ja zum Glück letztes Jahr schon, war dann gegen Ende, war ja immer wieder ausverkauft. Und das ist einfach ein sehr, sehr nices Gefühl, da in der Halle einzulaufen, freue ich mich am meisten. Offseason ist schon lang, ne? Auch wenn du sie jetzt sehr gut genutzt hast, mit sehr viel Basketball. Ja, sehr lang, allerdings. Ich danke dir. Danke auch.